Ja, hallo zusammen bei Besagan. Ich bin Sammy und spiele heute Wer wird Millionär? Eine weitere Folge. Und nicht einfach nur irgendeine Folge, sondern die 50. Folge! So schnell geht das manchmal. Ach du Scheiße, ja. Und ich habe mir überlegt, ob ich irgendwas Spezielles machen kann, aber das Problem ist, ich hatte in letzter Zeit ziemlich viel zu arbeiten und habe es zeitlich nicht hinbekommen, mir irgendwas zu überlegen. Deshalb mache ich einfach jedes Mal, wenn ich eine Frage jetzt richtig beantworte, Konfetti! Vielleicht ohne die 50 aber, weil die 50, die stört dann mit der Zeit. Sonst könnte man noch meinen, ich bin 50 geworden. Das wäre nicht so gut. Okay, gut. Also, los. Klassisches Spiel. Ich weiß noch, wo ich draufdrücken muss, hoffentlich. So, nimmt es auf? Nimmt es auf? Ja, okay, gut. Ergänzen Sie die Filmtitel der Kinohits. Free, Dirty, Schnappt und Verrückt nach. Free Willy, Dirty Harry, Schnappt, Shorty und Verrückt nach Mary. Hey, da kam mal was, was ich ohne Zweifel wusste. Das ist doch schön. Ja, war die Stuhlfrage. Gibt noch kein Konfetti. Konfetti wird noch nervig genug, wenn es dann zum 10. Mal kommt. Hoffentlich zum 10. Mal, das wären 16.000 Euro. Doch, das muss klappen. Okay, also. Jetzt kommen die Fragen, jetzt. Konzentration. War ich in der Vergangenheit hoch zu Ross unterwegs? Bin ich schon? Artischocken, Kamillen, Margeriten, Ringelblumen? Die Frage hatte ich schon mal. Margeriten, juhu! Konfetti! Konfetti, yay! Okay, weg damit. War nur 50 Euro. Wer sorgt in Frankreich für Recht und Ordnung? Das DNA-Herz? Die Erbgutlunge? Die Chromosomeniere oder die Gendarmerie, hätte ich jetzt gesagt. Dann sagen wir, hat der Gendarm. Yee! Wer Schlimmes ahnt, dem ganzt etwas, schwant etwas, entet etwas, huhnt etwas. Das wäre... Ja, wenn ich auswählen könnte, wie ich jetzt dieses Sprichwort oder diese, wie auch immer man das benennt, wie man das gestalten sollte, dann würde ich sagen, Hund etwas, das finde ich geil. Dem Schwand etwas, wiehihi, Konfetti. Was erfolgt meist kurze Zeit nach einer Operation? Tau ziehen, Strippen ziehen, Fäden ziehen, Leine ziehen. Ja, das müsste Fäden ziehen sein. Wiehihi, kann ich mich daran erinnern? Das letzte Mal, als ich beim... Nein, nicht das letzte Mal, aber das letzte Mal, dass das bei mir der Fall war, war, als ich beim Zahnarzt war. War nicht lustig. Das war nicht lustig, nein. Ein italienisches Reisgericht, meist mit Erbsen und Käse verfeinert, heißt, weiß ich nicht, weil ich hasse Erbsen. Tutti Frutti, Tinky Winky, Risi Pisi, Remi Demi. Ach doch, das müsste Risi Pisi sein, oder? Ist das Risi Pisi? Ja, aber auf Schweizerdeutsch auch Risi Bisi. Juhu, Konfetti! Ich habe gesagt, das wird noch nervig. Wir sind erst bei der fünften Frage. Für welche dieser Nummern muss man bei einem Telefon mit Wählscheibe insgesamt den längsten Weg zurücklegen? 110, 112, 114, 116. Die 0 ist hinter der 9, oder? Weil am Anfang, wenn man den Finger nicht drin hat, dann ist die ja sozusagen auf 0-Position. Aber das ist ja nicht die 0, weil man will ja nicht, dass das Telefon eine 0 eingibt, wenn man noch nichts gemacht hat. Wenn man dann 1 weitergeht, dann ist 1, 2, und 0 ist ganz hinten. Ja komm. Yay! Konfetti! Ja, die können wir jetzt lassen. Das war ein bisschen Denkarbeit, ja? Da warten wir jetzt, bis die ganz unten sind. Einen sinnentstellenden Rechtschreibfehler findet man hier im Sprichwort. Wer flüstert, der lügt, wagt, gewinnt. Zuerst kommt mal zuerst. A sagt, muss auch B sagen. B sagen.
Hallo zusammen bei Besagan. Was? Einen sinnentstellenden Rechtschreibfehler findet man hier im Sprichwort. Wer flüstert, der lügt. Wer wagt, gewinnt. Wer zuerst kommt, malt zuerst. Wer A sagt, muss auch B sagen. Wait. Einen sinnentstellenden Rechtschreibfehler. Also das heißt, eins davon ist falsch geschrieben. Hä? Einen... Was? Ich fange nochmal an. Einen sinnentstellenden Rechtschreibfehler findet man hier im Sprichwort. Einen sinnentstellenden. Sinnentstellend heißt von mir aus, dass der Sinn des Sprichworts geändert wird. Also quasi neutralisiert oder ins Gegenteil sich wandelt. Wer wagt, gewinnt. Wagen. Die Waage. Nein, ich schreibe nicht das Verb wagen mit zwei A. Nein. Nein. Wer zuerst kommt, malt zuerst. Wer A sagt, muss auch B sagen. Wer flüstert, lügt. What is going on here? So, es ist mir jetzt scheißegal, wie lange die Aufnahme jetzt dauert und wie viel ich dann nachher rausschneiden muss. Aber das ist eine Frage, die man doch logisch beantworten kann. Das ist nicht einfach eine Wissensfrage. Also ich meine, wenn man Rechtschreibung kann, dann muss man doch diese Frage beantworten können. Wait. Wait. Wer zuerst kommt, malt zuerst. Ist da malen gemeint? Nicht malen, sondern... Malen nicht. Wie kann ich das zeigen? Also nicht so malen mit einem Stift, sondern wenn man jetzt hier so irgend Zeugs hat und dann malt man das, ne? Das mache ich jetzt hier mit einer Handkurbel. Malen mit H. So wie Mühle. Malen. Das ist ein Sprichwort, das habe ich von Kindes an gehört. Und ich habe immer gedacht, es geht um Malen. So wie Malen nach Zahlen. Wer zuerst kommt, kann zuerst malen. Aber da spielt natürlich die Annahme rein, dass die Leute malen wollen. Dass die das lustig finden. Und das habe ich nie hinterfragt. Aber wenn man jetzt malen nimmt mit H, so kriegt man zum Beispiel was zu essen raus. Oder man malt einen Kaffee. Aber ich habe halt seit Kindes an bis heute habe ich gedacht, da geht es wirklich um Malen. Um Zeichnen. Das lerne ich erst jetzt gerade heute in dieser Folge. Dass es da gar nicht um das Zeichnen geht, sondern um das Malen. Wie Mühle. Ja, malen. Ja. Aber das muss das sein. Ich suche das Konfetti schon mal raus. Ah, das muss das sein. Yo! Konfetti! Moment. Das muss ich jetzt nachschauen. Hier. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Erinnert an das Mittelalter. Denn damals mussten sich Bauern mit ihrem Getreide bei den Mühlen anstellen, um das Korn dort mahlen zu lassen. Ich dachte immer, es ist Zeichnen gemeint. Okay. Haben wir sogar was gelernt heute? Ich zumindest. Ich habe was gelernt. Schön. Was wird mit einer Hyposensibilisierung therapiert? Allergien, Übergewicht, X-Beine oder Inkontinenz? Ich hätte jetzt gedacht, Phobien. Aber dann sind das halt Allergien.
Jo! Jo! Ja, war irgendwie das Einzige, das Sinn gemacht hat. Keine Ahnung, was es heißt, ob man einen Überschuss an diesen Stoffen dann zufügt, damit der Körper einen Schock kriegt oder ein langsames Ranführen oder keine Ahnung. Bei der Hyposensibilisierung werden dem Körper Extrakte mit dem Allergen zugeführt. Dadurch versucht man dem Körper beizubringen, anders zu reagieren. Okay. Also nichts mit übermäßig viel oder langsam oder so, sondern einfach nur beigeben, beimischen. Okay. Oberkreide. Ich war schon fast in der Schule. Oberkreide ist für mich aber dann vielleicht eine Zeitepoche. War so vor 80 Millionen Jahren. Was ist denn das für... War so vor 80... Ja, ja, okay, also das hätte ich jetzt sofort genommen, wenn das nicht so geschrieben wäre. Ja, war so vor 80 Millionen Jahren. Hallo? Was ist denn das für eine Sprache hier bei einem offiziellen Quiz? Wird illegal in Clubs vertickt? Ist eine krasse Beleidigung. Du bist eine Oberkreide. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Jawohl. Du bist eine Oberkreide und du bist eine Oberkreide. Und sie da drüben, sie sind noch viel die obere Oberkreide. Die Überkreide. Oder es bedeutet absolut pleite. Ja gut, aber wenn jetzt nur so steht Oberkreide, ist ja nicht ein Adjektiv. Wie würde man das denn benutzen? Bei mir herrscht absolut Oberkreide. Ne? Dann ist absolut, absolut pleite. Bei mir herrscht Oberkreide. Bei mir ist Oberkreide. Hä? Boah. Nee, es ist im Zusammenhang mit einer Zeitära, die Kreidezeit. Und ich glaube, da gibt es schon noch Abstufungen. Irgendwas mit irgendwas Kreide. Aber es ist jetzt nicht, dass das Oberkreide mir bekannt vorkommen würde in diesem Zusammenhang. Wieso Ober? Wieso dann nicht irgendwie Vorkreide oder irgendwie sowas? Aber ich... Sagen wir nicht einfach die frühe Kreidezeit? Oder die späte Kreidezeit? Aber vielleicht ist das Oberkreide ein Wort dafür. Ja, ich trau mich nicht. Ich trau mich nicht. Und würde halt... Ich habe mir jetzt überlegt 50-50 Joker, aber es kann hier je nachdem auch ziemlich blöd rauskommen. Ich muss jemanden anrufen. Ich habe keine Wahl. Boah, da hast du mich erwischt. Keine Ahnung. Vielleicht da? Junge. Steht da wirklich, ne? ja, so weit war ich auch. Immer das Positive sehen. Ich fühle mich schlau, weil der Telefonjoker weiß es auch nicht. Wenn das jetzt stimmt, dann bin ich nicht dümmer als der Telefonjoker. Derselbe Telefonjoker, der das letzte Mal irgendwie gesagt hat, ich weiß nicht mehr, was er gesagt hat, oder das vorletzte Mal, oder das vorvorletzte Mal. Aber irgendwie sowas sinngemäß übersetzt wie, boah, bist du dumm. Das habe ich nicht vergessen. Ja, komm. Yes! Konfetti! Konfetti! Oh shit, okay, Konfetti weg. Ich habe was gelesen, ich habe keine Ahnung. Die Gambe ist eine. Ich habe keine Ahnung, was eine Gambe ist. Vielleicht ein Fluss. Schulterflöte, Beckenharfe, Ellenbogen, Orgel oder eine Kniegeige. Keine Ahnung. Keine Ahnung, keinen blassen Schimmer. Kann man das irgendwie herleiten? Bevor ich jetzt einen Publikumsjoker nehme und die alle dieselbe Antwort nehmen, weil sie sagen, ja, ist ja im Wort drin.
Die Gambe. Gamb. Das könnte so rein vom Wort her, das könnte schon auf ein Körperteil hinweisen, aber... Shit. Publikum. Rund die Hälfte sagt, eine Kniegeige. Wo? Jo, danke, Publikum! Ja, so spielt man die. Okay. Weiter geht's. 16.000 Euro oder 32.000 Euro Frage? Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ich glaube, die 16.000 haben wir schon. Jetzt kommt die 32.000 Euro Frage. Die Biografie von Matthias Mester. Trägt den Untertitel Ein verrücktes Leben mit 180 Kilogramm auf 142,5 cm, unter 15 Geschwistern oder ohne Sinn und Verstand. Ich wäre für D. Alles andere. Ja gut, unter 15 Geschwistern. Wieso nicht? Auf 142,5 cm. Also das ist relativ klein. Ja, wieso nicht? Aber ich meine, das ist 30 cm kleiner als ich. Ich meine... bis hier. Also wenn... 30 cm kleiner als ich, dann kommt der bis hierhin. Ich weiß jetzt nicht, wie das zu einem sehr verrückten Leben führen kann. Also man kommt auf jeden Fall an die Türklinken. Autofahren weiß ich nicht, ob man da irgendwie noch an die Pedale rankommt. Das könnte... Dann legst du einen Stein drauf auf das Gaspedal, das könnte ziemlich verrückt enden, ja. Mit 180 Kilogramm... würde man dann sagen, mein verrücktes Leben mit 180 Kilogramm. Ich weiß nicht, ab wann es so richtig problematisch wird, aber würde man da nicht eher dann viel rumliegen, viel rumsitzen? Was ist denn daran noch verrückt? Ich finde D finde ich geil. D finde ich richtig geil. Aber ich weiß es nicht und da gibt es bestimmt, das ist eine perfekte Frage. Für einen Experten, der das einfach weiß. Die Biografie dieses hervorragenden Leichtathleten trägt den Titel Mein verrücktes Leben auf 142,5 cm. Okay. Ja. Leichtathlet. 30 cm kleiner als ich. Ja. Könnte spannend sein. Konfetti! 32.000 Euro! Ja, Mann! Aber keine gescheite Joker mehr jetzt. Das ist vielleicht ein bisschen problematisch. Welcher auffällig schwarz-weiß gefiederte Vogel ist auch an unseren Küsten heimisch? Florettflügler, Säbelschnäbler, Degensägler, Schwertschwinger. Na? Das Gute ist ja, dass ich immer noch Schweizer bin. Wir haben keine Küste. Wir sind nicht am Meer. Ach herrje. Ich kann ja mal an den Bodensee schauen gehen. Scheiße, jetzt muss ich das nachher googeln. Jetzt muss ich nachher googeln, ob es den Vogel bei uns auch am Bodensee oder irgendwann am Genfersee gibt. Aber glaube ich nicht, weil da gibt es ja immer noch einen Unterschied zwischen Süßwasser und Salzwasser und dann abhängig davon haben wir ein anderes Biotop, eine andere Biodiversität und dann werden da auch andere Vögel heimisch sein. Vielleicht.
Vielleicht ist es dem Vogel egal. Vielleicht findet er an beiden Orten was. Also auf jeden Fall mal 50-50. So, entweder der Florettflügler oder der Säbelschnäbler. Säbelschnäbler klingt ziemlich albern. Säbelschnäbler. Florettflügler hingegen, das könnte so ein typischer Begriff sein. Auf der anderen Seite finde ich Florett ein bisschen, keine Ahnung, für einen Vogel Florett. Was heißt denn das eigentlich? Keine Ahnung, aber es klingt. Ich muss an eine Guillotine denken bei Florett. Ich weiß nicht wieso. Moment, schwarz-weiß gefiederte Vogel. Schwarz-weiß. Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass Florett irgendwie so was Farbiges ist, Papagei-mäßig, so wie ein Bouquet, ein Farbbouquet, Florett. Dann würde ja Florettflügler eigentlich keinen Sinn machen. Was könnte Florett heißen? Also Florett ist für mich irgendwas mit Blumen. Schnäbler, Flügler. Wieso würde man einen Vogel Flügler nennen? Vogel ist ja klar, dass er fliegt, außer ein Pinguin. Könnte man jeden Vogel Flügler nennen? Flügler. Dann wäre es irgendwas mit einem Säbelschnäbler klingt so cheesy. Das klingt so albern. Aber ich kann nicht Florettflügler nehmen. Juhu! Konfetti! Oh mein Gott. Florett. Hier. Florett. Also im Prinzip ein Degen. Tja. Tja. Vielleicht ist alles, was mit Ett aufhört, irgendwie so was Spitziges. Bajonett, Florett. Machete. Ja. Wer von seinem Smartphone aus die 22456 wählt, braucht wohl die Zeitansage, eine Pizza, die Auskunft oder ein Taxi. Moment. Also entweder verstehe ich jetzt etwas nicht, oder die Frage ist auf Deutschland limitiert, oder es ist eine einfache Frage. Wieso sollte man unter dieser Nummer Pizzerei wollte ich sagen. Wieso sollte man unter dieser Nummer einen Pizzabäcker erreichen? Oder ein Taxi bestellen können? Ich meine, hier ist nichts von einem Land angegeben, also könnte man in jedem Land ein Taxi bestellen unter dieser Nummer? Glaube ich nicht. Eben, Pizza schon mal gar nicht. Die Auskunft. Ich glaube nicht, dass es da irgendwie einen Standard gibt in allen Ländern. Das heißt, das Einzige, was eigentlich sein kann, ist die Zeitansage. Weil das kann vielleicht sein mit von der Technik her, dass das weltweit standardisiert ist, dass man bei der 22456 die Zeitansage bekommt. 22456. Also ist das Einzige, das von mir aus gesehen Sinn macht. Ein Taxi. What? Via 22456 lässt sich aus allen deutschen Mobilfunknetzen ein Taxi bestellen. Es stand halt nichts von Deutschland jetzt. Also die Frage war schlecht gestellt. Das war nicht mein Fehler. Die Frage war schlecht gestellt. Dann hätten sie sagen müssen, in Deutschland oder bei uns. Das hätte mir auch genügt, wenn es gestanden wäre bei uns oder bundesweit oder irgendwie sowas. Aber ohne diese Angabe konnte ich das nur verkacken. So. Ja, also ich glaube, ich nehme noch eine Folge auf zur Feier des Tages, weil es die 50. Folge ist. Ich wollte sagen, zur Folge des Tages. Zur Feier des Tages. Aber von der Länge her mache ich da vielleicht einen extra Part draus. Mal schauen. Da würde ich sagen,
Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, kommentiert, abonniert und dann sehen wir uns das nächste Mal bei der 51. Folge oder bei was anderem. Aber es wird bestimmt die Folge 51, Folge 52 wird es bestimmt auch geben. Mal schauen, vielleicht schaffen wir 100. Yay, 50. Folge ist vorbei. Oh, ist vorbei. Nach der Folge ist vor der Folge. Tschüss.